Moin moin und herzlich willkommen zu meinem Ark Survival Evolved Special zum Thema Grappling Hook. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem anderen Video, was ich erst später hochladen werde, aber das wollte ich euch nicht vorenthalten und euch schon mal direkt als erstes zeigen. Viel Spaß beim Anschauen! Willkommen zurück. Und auch wenn ich eben eigentlich schon die Aufnahme beenden wollte, jetzt haben wir die Grappling Hooks. Die haben schon jemand gemacht. Die sind zwar relativ teuer, aber wir wollen es euch einmal ganz kurz zeigen, wie er jetzt mit seinem da, was man damit machen kann. Also, Vado, gib alles. Ja, man kann damit also scheinbar wirklich gut Mauern überwinden oder auf Gebäude raufkommen. Kann man damit auch Hänge ich Felswände sogar, ne? erklimmen? Naja, du kannst ja auch an Tiere hängen. Oh, du kannst dich auch an Tiere hängen. Ja. Interessant. Ich habe auch in einem Video So, und gesehen, jetzt dass du kann ich auch. irgendwie jemanden Mensch hinter sich hergeschleift hatte. Ui, der kommt auch runtergesprungen. Funktioniert ganz normal wie eine Armbrust oder wie ist das? Ja, funktioniert ganz normal wie eine Armbrust, ja. Und dann kannst du mit der rechten Maustaste, gibst du eine Schnur, ne? Mit Mhm. der linken ziehst du dich ran. Okay. Und dann soll es auch noch einen Walljump geben, das muss ich gleich mal angucken. Wahrscheinlich beim Runter. Ah, den habe ich jetzt noch nicht hinbekommen. Okay. Oh, jetzt. Oh, Jetzt oh. kam es voll hoch. Oh! Ja, und da stürzt man aber ab, also musste ich mich gerade nochmal. Dann schleudert sich quasi nach oben raus. Das war jetzt gerade gefährlich. Ja, nice. Und das ist wie eine eigene Waffe oder wie funktioniert das? Ist das eine komplett eigene Waffe oder nur Munition für die Armbrust? Weil es sieht ja fast aus wie eine Einfach nur Armbrust. Munition für die Armbrust. Ah, okay. Aber wie wir gehört haben, immer sehr teuer, irgendwie 9 Metal Ingots und hast du nicht gesehen pro Schuss. Also nichts fürs Rumspielen, wenn man noch keine Rohstoffe hatte. Und mit Außer man will Crouch es bist mal du wieder weg. ausprobieren. Warte mal, ich bring dir mal. Das machen wir noch schnell. Erst mal die Armbrust, ich bring mal noch Ja. schnell Muni. Ja, das wäre nice, kann ich hier auch mal ausprobieren. Ja, wie ihr seht, einmal von außen zeige ich es mal. Aber wie gesagt, eben gesagt, von innen werde ich die Basis nicht zeigen. Oh, da hätte mich beinahe der Ketzer runtergeschmissen. Wir versuchen unser Bronto-Problem, was wir hier haben, dass uns die Brontos immer auf die Base fallen, mit Spikes und Pillars zu beheben, weil, ja, über ganz normale Spikes können die ja rüberlaufen. Backen manchmal dran rum, aber dann stehen die unten bei uns in der Basis drin und das ist echt extrem nervtötend. So. Jetzt sieht man Ja, auch mal gucken, nochmal wie die viel Schatten Rounded Speedy Walls von geben. außen. Oh, ich habe jetzt gar nicht geguckt, müsste ich im Video Ich nachgucken. starte jetzt. Ich Ja, starte ich will mal jetzt. sehen. Ich habe bis jetzt nur normale Pfeile gemacht, jetzt mache ich die Hooks weg. Ja. Achso, okay, muss man dafür normale Pfeile auch haben? Ja, drei Stück. Ja, drei Stück, 0,1. ja. Hast du das eingekriegt? Ein? Das ist 0,1. Das war 0,1. ein Hook, ja. Ja, dann. 0,2, oh mein Gott, das Das ist ja lohnt sich, also wenig. vom Shared XP lohnt sich schon mal nicht. Nee, also es ist, wenn man So. leveln will, auf jeden Fall keine effektive Möglichkeit. So, jetzt komme ich schnell hoch. So. Das war 5 Schuss. So, dann können wir das auch mal ausprobieren. Vielen Dank. So, oh, okay, dann hat die ein anderes Attachment und man muss auf eine Kante zielen oder kann man auch irgendwo mitten in die Mauer rein, letztendlich. Also Mitten in ich die habe Mauer oben kannst du ans auch. Gate habe ich geschossen, ne? Ja. Das ging nicht rein. Warum das nicht? Ein Schuss verballert. Vielleicht ist die Entfernung zu groß gewesen. Das hört sich Jetzt ist es drin. gut Und an, ja. jetzt mit den Maustasten? Linke Mit Maustaste hochziehen? rechts geht's runter, mit links geht's hoch. Links geht's hoch. Ui, das geht aber auch zügig. Ja. Und wenn man springt, dann war das eben das Dings. Das ist Schnur geben, okay. Wenn du dich hochziehst und jumpen drückst, dann springt er oben drüber hinaus. Ist noch ein bisschen buggy, Zumindest hat wenn das ich bei im mir Tor eben hänge, gemacht. halbwegs, habe ich Ja, das Gefühl. hatte Es ich auch. zappelt ein Ja, bisschen ja. rum, ja. Ich würde mich ganz gleich ganz gerne mal an einen Vogel ranhängen oder so. Ja, können wir machen. Wie kriegt man das Ding wieder los? C. Crouch. C? Ah, okay. Ich würde mal auch interessieren, ob das dann zum Gewicht dazu zählt. Guckst du mal dein Gewicht jetzt an, Vado?
50 haben wir jetzt. Zack. Blutet sogar. Blutet sogar? Lenkermaster, also kam bei mir Blutspritzer. Oh! Jetzt hab ich immer bin ich wieder runtergefallen. Du musst dich hochziehen wieder, ne? Genau. Wenn ich die Maustaste loslasse, gehe ich wieder runter? Nee. Ja, ah, ich bugge. Länge wahrscheinlich. Ich bugge. Alter, das sieht aus. Hast du also noch einen? Ich hab... Nico, hast du noch einen Hook? Jetzt hab ich den Hook von dir drauf. Ne? 288 Rate hab ich jetzt. Mann, der das ist Fleisch noch etwas, bestimmt, ne? Etwas buggy vielleicht, aber es ist eine lustige Möglichkeit, durch die Gegend zu fliegen. Aber Wait hat dir da leider dazu. Also das haben ah, wir okay, das ist schade. Gut wäre es zu wissen, wenn man gegrabt wird, ob man sich befreien kann, wenn man auf eine Wand schießt, ob man sich dann selber wegziehen kann von, aus dem Grab raus, wenn man vom Gegner gegrabt wird sozusagen. Das ist ja mal eine interessante... Interessant wäre auch, ob ich jetzt ich, zwei ich Leute transportieren jetzt. Kann, ja, das, das wollte ich jetzt noch was grabbe. Uff, ich bin gefallen, ich habe falsche Schaden gekriegt. Nee, echt? Es ist ja losgelöst. Es hat sich gelöst. Okay. Ja, da muss man wenn ich jetzt auf einen Menschen schieße, kann ich den hinterherziehen? Max, hast du noch einen Pfeil? Ich habe noch einen. Ich habe noch. Ja? Ja, vielleicht Leichen nur. Was hast du vor? Schieß mal auf die Mauer, ob du dich wegziehen kannst. Ich kann jetzt gerade auf keine aus Mauer schießen, weil ich habe kein scheiß Schussfeld. Ne? Ja, jetzt? Ich guck mal. Ich muss mal sehen, dass ich irgendwo ein freies Schussfeld hinkriege. Das ist meinem Ketzer ein bisschen schwierig. Raus, ne? Nach vorne an die Felswand. Ne, jetzt hänge ich am Ketzer, aber ich hänge am Ketzer. Also ich bin rausgefallen aus dem Ding. Das ist auch schon mal gut, ja. Könnte ich mich runterlassen? Ja, das sieht oder noch ein auch bisschen nicht. Buggy aus, ja. Ein bisschen buggy aus, ja. Wo bist du jetzt? Ich hänge unter dir doch. Unter dir. Ich hänge ganz tief unter dir. Also echt eine lustige Sache. Warte mal. Also umso näher warte, man rankommt, umso mehr flackert das und kribbelt das. Also das ist ja katastrophal noch. Aber nee, eine geile Sache. Kannst ja. Du... Ja? Nee, ich krieg ihn nicht. Hast aber du bewegst ihn. Ich bug die ganze Zeit rum, bei mir flattert er hoch und runter am Bild, also die Bewegung jetzt ist glaube ich von du ihn mir. Hättest. Nee, ich hänge hier dran. Also ich kriege ihn nicht weggegrabt. Ja, okay. Das ist auch immerhin was Gutes zu wissen. Es zählt also genauso, wie als würde man an dem Vogel in den Klauen drin hängen. Aber echt eine geile Sache. Voll und her geschleudert, er. Ja. Vorsicht, er kriegt Fallschaden, ne? Ja, wenn ich runter, wenn du mich runterballerst, kriege ich Fallschaden, genau. Okay. Ach so, oh. Ich würde mich gerne runterlassen, aber ich bin schon auf maximaler Länge, scheinbar. Jetzt bin ich los, okay. Also wenn man grabt, dann verliert man den anderen, okay. Ja, wenn man grabt, verliert man den anderen. Vado, Max oder Nico, einer von euch mal zur Verfügung stellen, mal auf den Spieler schießen, was dann passiert? Oder habt ihr das schon ausprobiert? Ja, schieße mich an. Okay, bleib stehen. Okay, er lädt erst nach, wenn ich klicke. Das ist... Boah! Alter, hat er das Ding im Gesicht hängen? Voll ja, durch den Kopf durch. Egal. Beweg dich mal nicht, beweg dich mal nicht. So. Nur einfach mal gucken, ob ich dich ziehen kann. Dann. Ja. Ja. Also mich ziehst du. Ja. Okay, kannst du dagegen übel? Agieren? Kannst du dagegen nicht warte, ich renn mal weg. Nee, ich kann mich nicht bewegen. Also das ist die Möglichkeit. Ernst, jetzt habe ich gerade nichts. Da kannst du aber schlagen und so kannst du noch, ne? Ja, warte, ich kann noch. Warte mal. Noch schießen. Wie geil ist das denn bitte? Ja, okay, ich geb Schnur. Aber ich geb Schnur. Ja. Aber bring mich nicht um, mach keinen Kopfschuss. Warte. Ja. Ah, getroffen hast du nicht. Es ist auf jeden Fall durch das Rumgebagge verdammt schwer zu treffen. Das heißt, das wäre die perfekte Möglichkeit, einen Gegner zu nehmen und in den Holzkäfig zu sperren. Einfach fangen, Holzkäfig aussperren. Und ja. Ich zieh dich jetzt durch machen. Die Gegend. Ja. Lol. Es ist eine wirklich nette. Nettes Skill. Warte mal, warte mal. Ja? Zieh mich mal ran. Aua. Also, siehst du, man kann sich ja nur mit der Picke verteidigen. Und mit der Picke kann man sich nur halbwegs verteidigen. Warte mal. Aber sonst leckt das total rum, also du siehst sonst nichts. Du fliegst nur noch komisch hin und her. Ja, also wie genauso, wenn du unten dran hängst, das ist echt... Oh, Stegoeier!
Stegoeier. Warte, kriegst du nicht, kriegst du nicht, kriegst du nicht. Hüpfst du eigentlich oder ist das, wenn ich dadurch, ich dass mach die... gar nichts. Okay, okay. Der zieht dann ein bisschen lang und dann hüpft er durch die Gegend. Also wenn ich dich jetzt so hinter mir herziehen würde auf Distanz, könntest du wahrscheinlich eigentlich wenig tun, ne, dagegen? Kann nichts machen. Ich kann auch nicht mal, wenn ich rückwärts laufen will. Ja, okay. Weil ich könnte, wenn du wegläufst, kann ich aber besser schießen. Okay. Hab ich dich getroffen? Nee, nee. Das nicht, aber ich hab gleich keinen Fuß mehr. Aber du hast ja auch eine relativ große Distanz gehabt. Jetzt hast du mich getroffen. Richtig. Ja. Ja, aber gut. Ich hab jetzt das schon... Auf jeden Fall eine geile neue Sache. Warte mal, vielleicht kann ich ihn jetzt... versuchen, da runter zu bewegen. Kannst du dich jetzt abseilen? Alter! Kannst du dich jetzt vorsichtig abseilen? Ja. Nee, du musst ihn ja abseilen. Ja. Bloß er muss auch... Ich flieg langsam... Okay, jetzt, ich bin unten. Zack! Mal ein bisschen mehr Schnur. Ich hab jetzt losgemacht. Ich hab jetzt losgemacht. Achso. Aber echt eine geile Sache. Und ich könnte wahrscheinlich auch, wenn ich treffe, jemanden dann wieder rausziehen. Aber ich bin jetzt am Starving. Ich muss unbedingt irgendwas zu essen finden. Hat jemand von euch was dabei? Ja, okay. Vielen Dank für die paar Schuss. Und war echt eine lustige Sache. Alles klar, vielen Dank auch fürs Zuschauen. Man sieht sich. Tschüss.